Oh. Du liefern. Fahre mal ins Hotel. Liefere 36.000 hier rüber. So. Welcher war's? Ja, hier. Er will. Ja. Puma Bentakur. So, berühmt berüchtigt. Den müssen wir nämlich jetzt aus der Stadt rausholen. Fahre, der kann nämlich auch nicht liefern. Nehmen wir dich am besten hin. Hier in die Residenz erst einmal. Weil dich wollen wir nicht in der Stadt haben. Orden. Hier ist momentan nichts. Hier können wir noch 5 Fernseher liefern. So, und ihr zwei kommt wieder fahren. Hier runter. Können wir gleich nochmal kaufen. So. Selecciona, por favor. Dann können wir den da mittlerweile mal aufmachen. Ah, 40 Konsole sind schon da und 15 Fernseher. Gut. Dann kommen jetzt nochmal 10 Konsolen und die anderen 10 Konsolen können wir dann gleich ans Ding. Dann bringe hier. Konsolen und 30 Fernseher. Bin mal gespannt, was ich da noch am Ding, am Gefängnis noch alles machen kann. Aber kann ich eigentlich mit dem irgendwas machen? Weil der kann ja nicht mal liefern, weißt du? Also das finde ich ja schon ein bisschen hart. Dass nicht jeder Capo automatisch liefern kann. ¿Cómo estás? So, liefere 5 Fernseher. So, du liefere 5 Fernseher. Preparado. Du lieferst 100 Opium. Und du lieferst schon mal 10 Spielekonsolen ans Gefängnis. Da kommt jetzt der nette Priester vorbei und bringt den Gefangenen ein paar Spielekonsolen. Dann sind die nett, gell? So, hier können wir gleich auch nochmal hier. Also so im Sandbox-Modus auf leicht gestellt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kriege ich das Spiel einigermaßen hin. Im Normalmodus, ja, da war es schon ein bisschen zu anspruchsvoll, wenn du dich nicht ganz mit der Materie auskennst. Da hat mir ja quasi der eine Chat mit dem Zuschauer, der mir da im letzten Stream was neigeschrieben hat, hat mir da mehr beigebracht als das Tutorial im tieferen Sinne. Ah, gleich Flasche leeren, müssen wir noch eine neue holen. Saludos. So. Er verkauft jetzt wieder da. Achso, ich soll nur Fernseher verkaufen, gar keine Spielekonsolen. Ich hab das jetzt. Ich hab den Auftragstext schon wieder nicht richtig gelesen und einfach nur gedacht, ja.
So. 12 Fernseher sind verkauft. Erst? Müssten doch jetzt eigentlich alle 50 schon sein. 18. Escucha. Dann sind wir bei 30, aber ich hab doch schon 50. Hey, da waren doch vorher, mach mich doch jetzt nicht schwach, da waren doch vorher schon 40 Fernseher im Ding und ich habe nochmal 10 hingebracht. Und jetzt sind aber angeblich nur noch 30 dort. Ja, dieses Spiel macht mich noch fertig. 6 Fernseher sind jetzt noch da. Wenn jetzt der Balken durchgelaufen ist. 12 Fernseher werden jetzt gerade verkauft. Jetzt sind wir bei 24 und jetzt werden nur noch 6 geladen. Aber ich hatte doch schon 50 drin. Wo sind die hin? Mauricio Romero. Ah, guck mal an, einer unserer Ding. Genau wie der andere vorher, der Glatzkopf, der war auch schon dabei. Der kriegt zum Beispiel Liefern erst ab Stufe 2. Schaltet aber Kiesstraße frei mit Stufe 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie mir das weiterhelfen soll. Also da wäre ich natürlich schon ein bisschen blöd. Also, ich meine, auf der einen Seite mit dem Forschungsbaum, der ja schon ziemlich umfangreich ist, ist ja schon schön. Aber was nutzen mir 3 Charaktere, wenn alle 3 Charaktere Kiesstraße freischalten? Und warum kann ich hier keinen 4. anheuern? Könnte allerhöchstens, wenn ich ganz verzweifelt bin. Ach nee, lass mich. Es waren 40 Spielekonsolen, es war nicht Fernseher. Spielekonsolen, die da oben drin waren. Mit Fernseher, deswegen. Fernseher kann ich immer nur 5 kaufen. Mal gucken, wie viel Stärke wir zusammenkriegen. So, die liefert gerade nochmal Geld. Die ist immer noch leer, weißt du, wie viel Geld schlucken diese Gebäude eigentlich alle zum Ding? Zum Geld waschen, das ist abartig. Was ist hier noch drin? 100 Cannabis. Das ist noch 100 Kaffee, 200 Gemüse. Das ist doch noch für Schiffe, oder? So, jetzt sind wir bei 14. Also da müsste eigentlich locker reichen, um die hier zu besiegen, würde ich mal fast sagen. Gang-Loyalitätsstufe, fanatisch. Also ich denke mal, wenn die so dermaßen verzweifelt mir gegenüber sind, dann braucht man mit denen auch gar nicht mehr anfangen zu handeln.
Aber die auch. Die haben 25. Aber weißt du was, das ist mir gerade egal. Wir machen die platt. Militärisch mit voller Kanone. So. Der hat nämlich 22 Konsolen und 0 Fernseher. So. Jetzt haben wir hier plus 24. Ich würde mal sagen... Volle Kanone Angriff. Kommt, ich nehme auch noch mit. Hätte ich eigentlich gleich von Anfang an machen sollen. Du hast zwar nur plus 2, aber du kommst auch noch mit, dann gewinnen wir noch schneller. So, hier unten hockt gerade keiner rum. So, jetzt bräuchte ich noch jemanden, der hier wieder Geld transportiert, weil der anscheinend... So, habe ich jetzt eigentlich alle im Angriff, bis auf ihn hier? Er fährt noch Ware rum. Alle anderen habe ich im Angriff, ja. Da wird nochmal eine Stadt brennen. Laborstufe 3 freigeschaltet. Das heißt, wir machen gleich hinten dran weiter mit, wo war es jetzt wieder? Chemiewerkstufe 3. Paste zu Pulver. Kostenreduzierung. Gut. Können wir es mal auf Empörung ansteigen lassen. So, jetzt haben wir 28 Angriff. Also mit allen zusammen wären wir jetzt sogar in der Lage, noch die andere Gang zu schlagen. So. 40 von 50 Fernseher. Das heißt, jeder von euch muss jetzt noch einmal fahren. Da oben waren noch zwei, die habe ich jetzt nicht berücksichtigt. Aber da haben wir ja schon mehr als genügend Ding. Soll die Polizei halt kommen, wenn sie irgendwas will. Gut, da holen wir das Geld auch gerade raus, das passt. Haben wir noch 10 Spielekonsolen und 5 Fernseher. Ich kann 700 Fernseher hier lagern. Willst du mich verarschen? Und ich kann aber jedes Mal nur 5 kaufen. Was macht das für einen Sinn? Also liefere 10 Fernseher hier hoch. Dann haben wir das ja auch schon. Dann fehlen jetzt, ja, jetzt fehlen noch genau 10 Fernseher. Du kannst die ersten 10 Fernseher schon mal hier rüber liefern. Dann brauchen wir noch 8 Spielekonsolen und 20 Fernseher. So. Kann ich aber noch nicht kaufen. Muss ja schon wieder 3 Tage warten. Da finde ich es jetzt auch wieder komisch, dass der Timer oben immer 3 Tage durchläuft, egal ob du gekauft hast oder nicht. Ja, jetzt geht's wieder. Me gustaría.
So, jetzt sind wir bei 8 Fernsehern, dann fehlen nur noch 2 Fernseher. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen dann. Da können wir dann schnell speichern zwischen rein. Können wir mal noch gucken, was der da hinten von mir will, was der da von mir will. Aber ich denke mal, so weit machen wir jetzt diese Aufnahmesession gar nicht mehr. Vor allem, ich lasse die da gerade mal kämpfen. Ich mache gerade mal ein ganz... Ach, weißt du was? Nee, ich gehe einfach so pinkeln. Ich lasse die kurz durchkämpfen. Da waren wir mal pinkelt und die sind immer noch nicht Ding. Jetzt in der Nähe gesichert. Vergnügungspark nicht mehr aktiv. Werkstatt erregt Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir aber Empörung. Das heißt, die müssten jetzt eigentlich zufrieden mit mir sein. Lage an einem beliebigen Ort einen Konflikt gegen die Regierungskräfte aus und gewinne. Ja, super, soll jetzt auch noch. Oh! Oh, die schlagen hier zurück, oder was? Toscani wurde eingenommen. Die Gangs sind nicht glücklich über dein Vorgehen. Vor allem die Gangs, weißt du, sind jetzt nur noch die da oben in dem Eck drin. Und die haben nur eine einzige Zufahrtsstraße und einen Kontrollpunkt da oben. Die schlagen hier sogar noch drin. So, jetzt ist das endlich auch abgeschlossen. Alle Fernseher verkauft. Nice. Dann können wir hier oben erstmal wieder zumachen. Das Geld können wir uns nämlich sparen. So, und was fehlte hier jetzt noch? 20 Fernseher und Spielekonsolen. Also hier nochmal. Fernseher 5. Hier nochmal Fernseher 5. Ich liefere gleich alle 10 Spielekonsolen darüber. So. Ist die Flasche auch leer? Petition erregt Aufmerksamkeit. So, und wenn wir jetzt mit dem Konflikt auch durch sind, wobei, nee, weißt du was, wir können eigentlich gleich mal hier Angst reduzieren. Geht unsere Ding wieder runter, unsere Ansehensstufe, aber da können wir dann wieder eine Salsa-Party oder sowas schmeißen, dann geht es wieder nuff. Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass die Ding... Na, guck mal, da sind 10 Fernseher drin, passt. Den Fernseher drin, dann haben wir den Gefängnisdirektor auch. Können wir hier nochmal Gemüse kaufen? Können wir hier nochmal Gemüse kaufen? Können wir hier nochmal Gemüse kaufen? Bringt
baue alles Wetterding hoch. Dann veranstalten wir hier unten. Wo sind wir denn? Hier, Casino, Benefiz-Poker-Turnier. Also die Verteilung vom Geld, die ist immer so ein bisschen tricky. Jetzt mal gucken, was der Gefängnisdirektor nachher will. Ach du Scheiße. So, was wollt eigentlich ihr hier drüben? Ich bin an einem. Also ich bin nicht an einem Pisswettbewerb interessiert. Okay, es geht auch nur um den Militärstützpunkt hier im Ding drin. Gibt 100 beschlagnahmten Gebäuden im Vorkansiver. Okay. Das ist aber das nächste. Greife den Flugplatz an und erreiße die Kontrolle. Das haben wir auch schon wieder gemacht. Und das letzte war, entführe die von Skansi-Ratsvertreter Entführung. Oh, da brauche ich dann wieder einen mit Ding. So, was haben wir hier jetzt als nächstes? Liefere 50 getrocknetes Cannabis in Gefängnis. So, haben wir momentan gar keins. So, halt, warte mal, ganz anders, gell? Ich könnte ja hier Ding, lass das mal alles weiterlaufen. Nee, das war Coca. Aber ich habe doch da oben noch Cannabis. Wenn ich jetzt also rein theoretisch hingehe, pass mal auf, Gebäude, ich mache eine Lagerhalle. Hier. Und ich mache einen, was war's denn? Trockner. Stufe 1. Den bauen wir direkt daneben. Jetzt bauen, jetzt bauen. So, haben wir jetzt den Konflikt dabei gewonnen. Sprich mit dem Generale. Den hatten wir doch nämlich auch schon mal. Und bei dem brauchen wir noch. Erhöhe die Angststufe auf Empörung. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Der Angriff der gegnerischen Gang wurde abgewehrt.
Ist rausgetappt. Trockner nicht mehr aktiv, Ding nicht mehr aktiv. So, jetzt pass auf. So, ich hätte das ein bisschen weiter wegbauen sollen. Weil ich kann ja hier rein theoretisch. Nee. Hier ist einfach nur 100 Cannabis drin, okay. Kann Cannabis da gar nicht kaufen. Wo kann ich denn Cannabis anbauen? Ah, sogar direkt nebenan. Nice. Passt. Ressource. Plantage. Plantage 2 habe ich noch nicht. Vielleicht sollte ich, um sicher zu gehen, diese Lagerhalle ab. Einfach um sicher zu gehen, weil nicht, dass die jetzt dann nachher einfach mein getrocknetes Cannabis da in das Ding, in den Flussanleger reinbringe. Dann bauen wir nämlich auch nochmal einen Trockner. Einfach daher, falls geht. So, und hier kann ich, ja, das finde ich jetzt, eine Lagerhalle macht es automatisch in der Umgebung von allem, was in der Umgebung ist, dass es anfängt zu transportieren. Eine Spedition kann ich dann benutzen, um alles weitere und weiter weg zu transportieren. Da ist schon wieder nichts mehr zum Verkaufen. Warum ist schon da nichts mehr zum Verkaufen? Du liefern 100 Kaffee. Ich finde es auch irgendwie so ein bisschen komisch, dass du Gemüse und alles über dieselben Schmuggelwege verbreiten kannst, wie Ding, wie das andere Zeug von dir. So, warte mal, hat aber eigentlich irgendeiner meiner. Und meinen Typen hier. Vieles Attentat. Nein. Ja, hier, kriegt aber erst mit dem nächsten Ding Entführung, okay. Er kriegt mit dem nächsten Stufe Entführung. Ja, ihm traue ich sowieso nicht zu. Er hier kriegt Entführung zum Beispiel erst ganz dahinter. Sie hat auch keine Entführung. Und sie sowieso nicht.